Dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Der letzte Brückentag des Jahres 2018, das letzte Heimspiel des VfL Osnabrück hier an der Bremer Brücke. Der Spitzenreiter der dritten Liga gegen den SVW Wiesbaden. Auffallend herzlich geht es zu vor dem Spiel zwischen den Trainern Daniel Jun und Rüdiger Rehm. Aber mit der Herzlichkeit ist es dann schnell vorbei. Eine Minute rum. Wir in Neongelb. Andrist wird da auf die Reise geschickt. In der Mitte ist Schmidt. Und plötzlich ist der Ball im Tor. Perfekter Start für die Gäste durch Manuel Schäffler. 70 Sekunden gespielt, sein 10. Saisontor. Und das, weil er angeschossen wird von Taffertshofer am Knie. Ist vielleicht nicht schön, aber egal. Hauptsache steht was oben auf der Tafel. Der Spitzenreiter hat große Mühe, sich hier reinzukämpfen. Wieder Wehn. Schmidt. Plötzlich ist Schwadorf durch. Körber. Zweiter Versuch, Schwadorf. Schönfeld kommt zwar ran, aber ohne Druck. Riesentat von VfL-Keeper Körber, der ja auch ein Grund dafür ist, dass Osnabrück bislang nur 13 Gegentore gefangen hat. Das ist top in Liga 3. Danach fangen sich die Osnabrücker so ein bisschen. Eckball, Blacher, Haider, Ausgleich. 36. Minute, Haiders vierter Treffer im vierten Spiel in Folge. Allerdings mit Brummschädel, weil er dann noch mit Dahms am Ende zusammenrasselt. Zurückbleibt eine dicke Beule, aber beide können weiterspielen. Es ist ein tolles Spiel, viel Kampf. Eine hohe Intensität. Farona Pulido. Einmal rüber. Haider bleibt weg, aber da kommt Alvarez. Marcos Alvarez. Pfosten. 40. Minute. Kolke, Wehns Keeper, minimal, aber maximal entscheidend dazwischen. Kurz vor der Pause. Alvarez. Freistoß. 30 Meter. Der kann das. Das hat er schon gezeigt. Und er zeigt es wieder. Führung für den VfL. Marcos Zauberfuß Alvarez, Saisontor Nummer 9. Ein überragender Freistoß mit der Seite, aber trotzdem mit so viel Druck. Unhaltbar für Kolke. Spiel gedreht innerhalb von 45 Minuten. Gleichzeitig Pausenstand. Zweiter Durchgang. Und wieder kommt Wien Wiesbaden besser raus und rein. Tich Rivero, Körber. Den trifft Tich Rivero gar nicht richtig, aber heraus kommt ein tückischer Aufsetzer. Körber mit großer Mühe. Aber auch Osnabrück sucht sein Heil vorne. Haider nicht vom Ball zu trennen. Uahim einmal quer. Alvarez nicht im Tor. Wunderbar gespielt von den Osnabrückern. Das hätte der VfL-Seele ein bisschen mehr Ruhe verschafft. Aber so heißt es zittern bis zum Ende. Die Nachspielzeit nochmal Wehn. Minzel. Abgefälscht, Dittgen rutscht Zentimeter vorbei, dicht dran am Ausgleich, aber nicht drin. So bleibt es am Ende beim glücklichen 2:1 Sieg für den VfL Osnabrück. Ja, wir haben nach 15 Minuten aufgehört, aktiv zu spielen. Ja, das war unser größtes Problem. Wir müssen es 2:0 machen mit Jules Schwadorf und Niklas Schmidt. Dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann gab es viel zu viele Standardsituationen, Freistöße, ja, die natürlich von den Osnabrückern gut provoziert wurden. Der Schiri drauf reingefallen ist zum Teil. Und dann war es eben so, dass zwei reinrutschen. Ja, wenn man die erste Minute betrachtet, dann war es ein schlechter Start. Aber was meine Mannschaft dann ab Minute 2 gespielt hat, das war unfassbar geil. Also es war richtig gute Ballqualität. Sie war geduldig, sie hat die Ruhe bewahrt, sie war konzentriert bei den Standardsituationen. Und ist völlig verdient damit 2:1 in Führung gegangen. Der VfL marschiert weiter. Das 11. Spiel in Folge ohne Niederlage. Ein großer Schritt Richtung Herbstmeisterschaft. Ein perfekter Tag für Daniel Jun.